Moin. Heute mal wieder ein kleines... Du darfst nichts sagen. Du verbindest hier nämlich auch gleich die Augen. Moin. Okay, er darf doch was sagen. Wir machen heute mal wieder Tasting. Man kommt sich schon blöd vor, das zu sagen. Aber wir machen das. Und dafür müsste er sich die Augen verbinden, weil das heute kein klassisches Tasting ist. Okay. Das wird super. Da, ich wurde ja schon vorgewarnt, dass ich mich mal wieder erblinden darf. Und entblößen. Hast du zu? Oui. Ja, kann wirklich nichts sehen. Ah, herrlich. Du kannst das klingt nach kleinen Schnapsflaschen. Der Mann hat Auge. Im Ohr. Ja, erzähl mal, was könnte das denn sein, wenn du schon so hier einen rauspolterst? Also, das hat mich gerade böse an Vatertag erinnert, hier rein akustisch. Was könnte das sein? Ja, es wird ja offensichtlich, also... Möchte ich mal von ausgehen, was mit Bier zu tun haben. Ein Bierschnaps. Ja, ich kann die Brille abnehmen. Danke. Habe ich sie versaut? Ja, ich vergesse immer, dass nicht alle Leute so beschissene Ohren haben wie ich. Nicht mal ich habe das Klingeln gehört. Ja, kannst du abnehmen. So. Ja, ich war heute bei Brewkammer, habe meinen Gutschein auf den Kopf gehauen und hatte noch ein paar Euro über. Und habe mir dann dieses nette Tröpfchen hier besorgt. Du kannst mal einmal auf die Seite gehen, wo die Geschichte, das ist nur ganz kurz und knapp erzählt. Das müsste ich noch. Nee, zwei, drei Seiten weiter sind so ein paar Zahlen. Ja, ich kann Gründungsgeschichte, Gründergeschichte. Genau. Die Jungs haben nämlich 2013 haben die, wie hieß der Cocktail? Einen Cocktail irgendwo Old probiert. Old-Fashioned Bier-Cocktail. Der hieß Old-Fashioned Bier-Cocktail. Der wurde wohl mit einer Bieressenz verarbeitet. Und da sind die dann drauf gekommen, sowas mal selber zu machen. Und die haben jetzt einen Doppelbock Bierlikör. Und Likör nämlich auch mit Q-U-E-U-R. Weil sie nämlich wollen, dass das ein bisschen edler klingt. Steht da irgendwo noch so drin. Okay. Der ganze Spaß heißt Heiland. Und das Interessante daran ist, man kann den wohl auch ganz gut als Cocktail verarbeiten dementsprechend. Machen wir nochmal zwei, drei Seiten weiter. Wollte ich erst machen, aber so schnell habe ich das nicht mehr gefunden. Also die Zutaten dafür. Aber das ist ein nettes kleines Heftchen hier. Ja. Das gibt zu jeder Flasche dazu. Das gibt's dazu. Naja gut, ist Werbung, ne? Genau, das kann man so als Munich Spritz zum Beispiel anbieten. 4cl Highland, 16cl Ginger Ale und eine Viertel Limette. Genau, zum Beispiel. Ne? So noch ein paar mehr drin, wollen wir nicht alle aufzählen. Hier sind aber auch nur 4cl drin, deswegen, das war noch ein Grund, warum ich es gelassen habe. Und der Spaß war auch so schon teuer genug. Was glaubst du, was das kostet? Jesus würde Highland trinken. Da wagen sie sich ja weit nach vorn. Was das kostet? 4cl. 8 Euro. Nö. 4 Euro. Nö. 5,50 Euro. 5 Euro. 5 Euro. Finde ich schon, also ist schon teuer, aber soll ja auch was Gutes sein. Ja, aber ich wollte gleich in die Vollen gehen, weil du gesagt hast, es wird billigen, teuer. Billigen Kram will man ja auch nicht trinken. Nee. Das waren mal so drei Typen, die das gemacht haben und die haben sich jetzt damit, ich glaube 2015 haben die sich damit dann verselbstständigt. Wo steht das? 2015. Aber riecht sehr bockig. Also. Ja, also ein bisschen Eisbock, ne? Ja, stimmt. Irgendwas wollte ich noch zu der Geschichte sagen? Nö, auf jeden Fall, die haben halt auch alles hingeschmissen und machen jetzt auch, glaube ich, nur noch das, so wie das klingt. Vom Heiland berufen. Wobei, da. Nee, warte. Heiland wurde also Teil unserer Freizeit neben Studium und Vollzeitjob. Doch die Begeisterung und die Überzeugung für unseren Likör ließ uns eine Entscheidung fällen. Wir starten durch. Doch, Vollzeit. Eigene Manufaktur. Also Vollzeit, eigene Manufaktur. Wo kommen die her, Jungs? Irgendwo Bayern, glaube ich. Ach, scheiße, das wollte ich nachgucken. Nandelstadt. 85 405 Nandelstadt. Sehr weit südlich, offensichtlich. Ich tippe mal auf Bayern, hoffentlich. Oder Baden-Württemberg. Riecht geil. Also vom Geruch her gefällt mir das schon echt gut. Hat auch nur 23%. Da ist jetzt nichts richtig, richtig Heftiges. Okay, dann brennt er hoffentlich auch nicht so. Ich bin eigentlich nicht so der Schnaps- und Dingsfreund, aber... Aber da kann man... Also vom, wie gesagt, der Geruch sehr, sehr süßlich schon. Diese Bockbier-Süße riecht man da ganz deutlich raus. Siehst du das? Da sind richtig Schwebstoffe drin, ne? Also, ja, stimmt. Da ist richtig... Sieht aus wie so ein... Krass. Das sieht cool aus. Komplett pigmentiert, aber auch dieses, es ist total so eine gelige ölige, Konsistenz. Diese Schwebstoffe
sind richtig an Ort und Stelle gefangen. Also die sacken nicht ab. Nee, die sacken nicht ab. Die wackeln wie so ein Wackelpudding in dem Ding hin und her. Schade, dass man das jetzt nicht so richtig zeigen kann. Das bedeutet wohl, dass ihr euch den kaufen müsst. Wir können es einfach noch weiter beschreiben. Es ist echt faszinierend. Allein das Angucken macht Spaß. Machen wir einfach mal. Einfach mal wirken lassen. Aber hast du auch teilweise dickere oder waren deine Gläser nur dreckig? Ich denke, die Gläser waren dreckig. Ich gehe bei dir da auch von aus. So, jetzt haben wir aber mal genug gesabbelt hier. Jetzt müssen wir mal probieren. Also, Geruch gefällt mir sehr gut. Nicht stürzen, ne? Mmh. Hallo. Oh, man ist das überhaupt nicht gewohnt, das nicht zu stürzen. Boah, krass süß. Sehr süß, ja. Sehr. Boah. Also ich glaube, erster Eindruck ist mir tatsächlich ein bisschen zu süß, leider. Die Geschmäcker kommen da schon durch, also... Ah, es ist halt ein Likör, ne? Likör gehört ja nun mal süß, ja, oder? Ja, stimmt. Also... Nö, ich würde sagen, Zielsetzung erfüllt. Ich finde den eigentlich ziemlich gut. Ja, wenn ich gesagt, dass sie das Ziel nicht erfüllt haben. Aber so richtig schön karamellig. Total. Ja, genau. Und sehr süße Schokolade. Schokolade merke ich jetzt nicht so. Karamellschokolade? Ja, doch, genau. Ach, manchmal steht wirklich auf dem Schlauch. Aber da nur das Karamell. Ohne die Schokolade. Genau. Man hat aber schon, selbst wenn man nur, was haben wir jetzt, wir hatten jetzt jeder vielleicht ein CL, ein bisschen mehr, und wir haben da jetzt schon zweimal dran genippt, man hat trotzdem jedes Mal den ganzen Mund mit dem Öl voll. Und es ist auch, also für mich bräuchte das nicht mehr Umdrehung. 23%, die merkt man natürlich schon deutlich. Das ist jetzt aber noch eine angenehme Alkoholschärfe, ja, finde ich. Also so finde ich es ganz gut. Im ersten Moment denke ich so, wird das jetzt noch schärfer, aber dann ist eigentlich okay. Genau das Level, das ich für mich als angenehm empfinde. Mehr müsste ich da gar nicht haben. Irgendwie hat mir auch, also ich fand auch diese Flasche niedlich, ne, mit Korken und sowas. Und die bekleben das alles von Hand, machen die auch per Hand, denke ich mal, zu. Die Flasche finde ich tatsächlich ziemlich geil. Ist irgendwie ganz niedlich. Über den Namen Heiland, also finde ich gerade in Bayern recht mutig, muss ich sagen. Also ich finde den Namen, also mich stört das nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass einige sich daran anstoßen, aber das ist mir auch wurscht. Also mich stört es auf jeden Fall nicht. Ich finde das Design stimmig. Mich erinnert es tatsächlich an, also da könnte Bartöl drin sein. Ja, mit diesem Gesicht, da ist so ein kleiner Kopf drauf mit so einem etwas länger bärtigen Jesus. Typen, der wohl Jesus sein soll, aber der hat auch so einen Man-Bun, also ist eine sehr moderne Form eines Jesus. Naja, und diese hipsterartige, reduzierte Etikettform mit diesem bärtigen da könnte ich mir auch vorstellen, dass hier so eine schöne Bartinktur. Du, schaden wir dabei das auch nicht. Ja, wahrscheinlich. Dann geht er bei es richtig ab. Dann kriegst du halt die Lücken zu. Ja, da muss ich aber nur also mehr rechts hinschmieren. Genau. Probieren wir einfach mal. Das lohnt sich ja eh nicht mehr, das noch zu trinken. Ne? Also, das bisschen. Schöne Sache. Ich finde es einfach immer wieder geil, was man aus Bier noch so zaubern kann. Wie facettenreich dieses Getränk ist. Und das Geld muss ja irgendwie auch weg. Ja, ne? Geld muss zirkulieren. Ja. Wir müssen die Wirtschaft am Laufen halten. Alles andere ist Quatsch. Ich mache mir hiermit jetzt nochmal den Mund voll. Ja, und ich verabschiede mich, bevor wir uns den Mund voll machen, mit den Worten, bleibt uns gewogen. Ganz genau. Vielen Dank fürs Besorgen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bevor wir uns den Mund voll machen.